Hallo, wir sind wieder da mit unserem Wochenorakel vom 4. bis 10. April. Wie immer legen wir mit den Lenormand-Karten. Und ja, es ist wieder sehr interessant. Hopsa, das Licht angegangen. Sehr interessant, was in dieser Woche alles passiert. Für das Kollektiv legen wir ja. Und wenn es euch gefällt, würden wir uns freuen, wenn wir einen Daumen hoch bekommen oder ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke drückt. Gut, und Petra wird euch jetzt dieses wunderschöne Wochenorakel erzählen. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich grüße euch. Schönen guten Abend. Ja, also, auf jeden Fall wird es wohl so sein, dass bei den meisten Menschen einfach falsche Unklarheiten sind. Ja. Erstmal geht es um Herzensangelegenheiten, auch unsere Gefühle und die Veränderungen. Oder die, ich sag mal, tatsächlich die Angebote oder was uns gezeigt werden soll, liegt eigentlich ganz offen da, aber die Menschen sehen es nicht. Viele Menschen sehen es einfach nicht. Ne? Die sehen den Berg, die sehen einfach nur die Hindernisse. Dabei sind längst Entscheidungen getroffen worden. Und ja, die Micha hat es vorhin schön ausgedrückt, ein Kapitel wird abgeschlossen. Ja, das Buch liegt im Haus vom Sarg und der liegt direkt unten drunter. Und das ist eigentlich sonnenklar. Also, ich meine, wir wissen alle, dass so wie das jetzt gelaufen ist in die vielen Jahrzehnte, Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende, so kann es nicht weitergehen. Das ist uns allen klar. Es wird auf jeden Fall Aufregung geben in der Öffentlichkeit. Wir schauen auf den Neubeginn. Ja, der liegt, der ist ganz nah eigentlich. Sollten im häuslichen Bereich, also das, ich sag mal, was wir haben, wirklich dankbar annehmen und da auch ins Vertrauen gehen. Ja, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Es gibt übermächtige Kräfte, gegen die können wir nicht ankämpfen. Und es gibt übermächtige Kräfte, mit denen sollten wir uns verbinden. Ja, also einfach, ja, wie eine Verbindung herstellen. Und manchmal muss man sich einfach treiben lassen, weil gegen den Strom zu schwimmen ultra anstrengend ist. Ja, also es wird Schlüsselmomente geben, vor allem was die Obrigkeiten betrifft. Mit Sicherheit werden uns die Augen geöffnet und die Störche, die liegen im Haus des Herzens. Also sprich, vor allem gerade im Gefühlsbereich, in Herzensangelegenheiten wird sich für uns einiges ändern. Weil, ja, ich sag mal, weil die Wolken haben das verhüllt, ne? Wie ein Schleier vor den Augen. Und plötzlich wird alles sonnenklar. Das ist auch schicksalhaft. Also, ob wir das nun wollen oder nicht, das wird geschehen. Da kann man dagegen kämpfen oder wütend drüber sein, aber das nützt gar nichts. Ne? Ich sehe hier ein bisschen, wie soll ich denn sagen, die Medien. Ja, der Brief steht ja auch für die Nachrichten. Und das wird aufgeklärt, ja. Da kommt also auf jeden Fall Klarheit rein. Es ist noch ein bisschen verzögert. Die Mäuse stehen ja auch für die Verzögerung, aber da die im Haus der Harmonie liegen, ist es wahrscheinlich sogar besser für uns, dass es uns nicht gleich alles um die Ohren fliegt. Na, hier ist die Bewegung. Der Baum ist zwar die Beständigkeit, aber da kommt Bewegung rein. Also das, was wir beständig oder als sicher angesehen haben, wird wohl schwanken wie ein Schiff auf dem Wasser. Gell? Also hier gibt es auch schlagartig, plötzlich unerwartet Gespräche, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Vergesst bitte nie, Streit oder Schreien ist nicht gut. Ja, das sind keine guten Begleiter. Ne, was das Finanzielle betrifft, da liegt der Bär, also auch da werden wir Nachrichten erhalten. Ne, wenn man es ganz so nach oben kombiniert, könnte man das sogar als Bank bezeichnen. Und ja, die Schlange liegt im Haus vom Schlüssel, also hat in dem Fall auch eine Schlüsselfunktion und es gibt ja nicht nur falsche Schlangen, also es gibt auch Schlangen, die zwar über einen Umweg, aber nichtsdestotrotz heilende Wirkung haben. Schlangengift soll auch eine Medizin sein. Ja, also ihr Lieben, bleibt in eurer Mitte, achtet auf eure Gesundheit, das ist wichtig, auch auf die Ernährung. Trefft euch mit euren Lieben. Wenn es dann so ist, dass wir jetzt plötzlich keine Maßnahmen mehr haben und wieder frei atmen können,
dann nutzt das aus, auch wenn es eventuell schneit. Ne? Die nächsten Tage soll es ja sogar ja, Schnee leider. Geben. Heute habe ich gehört, in Hamburg liegt bereits Schnee. Ja, tut euer Bestes, kümmert euch um euch. Ja, trinkt gutes Wasser, Bewegung an der frischen Luft, seid lieb zu euren Tieren. Trefft euch mit euren Liebsten, mit der Familie. Ne? Hier liegen auch die Lilien, die stehen auch für die Familie. Ja, und das ist wirklich wichtig. Einfach in seinem Lebensbereich für Ordnung suchen, sorgen und für Harmonie. Und kümmert euch auch um euer Herz. Das ist wirklich das A und O. Viel mehr können wir nicht tun. Alles andere müssen wir auf uns zukommen lassen. Ja, und seid dankbar für alles, das, was ihr habt. Jeden Tag dankbar sein. Das erhöht euch auch in eine andere Schwingung. Okay. Ja. Okay. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra und Micha. Ja, tschüss.